Gestern hatte ich mir erst überlegt, machst du noch ein kurzes Video zum Update, was die Modelle angeht, aber wir hatten alles ausführlich besprochen und doppelt gemoppelt. Hält zwar normalerweise besser, aber dann hätten wir uns wiederholt. Grüße Sie und grüße euch. Und wiederholt hat uns der Herbert ein traumhaftes Foto zugeschickt. Zwar leicht bearbeitet, wenn man sich das so anschaut, aber wenn man da draußen steht, dann sieht das ja wirklich so aus. Wunderbar. Vielen Dank, Herbert. Und wir machen einen ganz kurzen Rückblick und Überblick über die Modellentwicklung. Das europäische EZMWF-Modell war gestern das einzige Modell, das in seinem Hauptlauf noch irgendwas dauerhaft Frühsommerliches berechnet hat, und es ist auch gekippt zugunsten einer gemäßigten Witterung. Die momentane Situation sieht wie folgt aus für den 17. Mai, dass hier das Hoch über Norwegen liegt und um dieses Hoch herum kommt von Nordosten kältere Luft herangezogen. Die Temperaturen gehen auf wenig über 0 Grad in 1500 Meter Höhe zurück und alles, was mit Sommer und Hochsommer zu tun hat, bleibt weiter im Süden und Südwesten. Wir hätten Ostwind und damit auch mögliche mindestens Bodenfrostgefahr in den Nächten nach dem europäischen EZMWF-Modell. Das amerikanische GFS-Modell macht das zwar ähnlich, hat das Hoch aber ein bisschen weiter im Süden. Östlich von uns geht ebenfalls die Kaltluft nach Süden, selbe Luftmasse, sogar noch ein bisschen kälter. Und auch hier bestünde die Gefahr mindestens von Bodenfrost, wenn es aufklart. Nur das kanadische GEM-Modell, das ist ein bisschen wärmer geworden, war aber gestern auch saukalt. Das war der Vorlauf mit Temperaturen von um die 0 Grad in 1500 Meter Höhe, die kälteste Berechnung mit einem Tief südöstlich von uns. Und die aktuelle Berechnung von gestern Abend zeigt das Tief über dem Baltikum und bei uns zumindest im Süden etwas wärmere Luft. Also, da kommt zwar was Sommerliches in der nächsten Woche auf uns zu, das wird aber rasch wieder durch Wind und Schauer gedämpft und das sommerliche Empfinden wird so gar nicht stattfinden. Gestern war das Empfinden des Wetters höchst unterschiedlich. In den Gebieten, wo wir Sonnenschein hatten, war es wie im Frühling, und in den Gebieten, wo es die ganze Zeit geregnet hat und trüb war, nämlich am Alpenrand, da war es eher ungemütlich. 8 Grad hatten wir als Tagesmittel im Mittenwald und 17,2 Grad in Berlin. Und damit waren wir in deutschlandweitem Mittel mit 2,6 Grad über dem sonst für einen 7. Mai. Übrigens, da kommen wir gleich noch zu, gab es im Nordwesten ein paar kräftige Schauer und Gewitter. Die Temperaturlinie für den Mai, was uns bevorsteht, geht rauf, geht runter, geht rauf, geht runter. Das wird so hin und her gehen und am Schluss sind wir so zwischen 1,4 und knapp 2 Grad im Plus bis zum 22. Mai. Jetzt noch mal kurz der Niederschlag von gestern. Da gab es ein paar Stationen wieder mit Überflutungen, wo es an Ort und Stelle innerhalb von kürzester Zeit mehr als 30 Liter runtergehauen hat auf den Quadratmeter. Das waren punktuell langsam ziehende Schauer und Gewitter. Und im Südosten, da gab es häufiger mal gleichmäßigen Regen zum Wohle der Natur. Der große Rest ging größtenteils leer aus. Wie geht es denn in der nächsten Zeit weiter? Wir lassen jetzt mal das trockene europäische EZMWF-Modell beiseite für die kommenden 10 Tage. Das sind so 0 bis 15 Liter auf den Quadratmeter. Und schauen uns als Beispiel das amerikanische GFS-Modell mit dem Lauf von gestern Abend an für die nächsten 2 Wochen. Das wäre dann doch relativ niederschlagsreich gewesen, wenn wir eine Kaltluftschüssel direkt über Mitteleuropa hätten, immer wieder mit Schauern und Gewittern. Da hatten wir gestern Morgen auch drüber gesprochen. Soweit der sogenannte Zwölferlauf. Der Abendlauf hat dann wieder mehr Hochdruck gebracht. Und so hätten wir weniger Niederschlag als im Vorlauf mit gerade mal 5 bis 60 Liter auf den Quadratmeter, was viel zu wenig ist. Und angesichts erstens der steigenden Temperaturen in den kommenden Tagen und zweitens auch noch wichtig durch den vielen Wind ist das für die Natur gar nicht mal so gut, dass es so trocken ist. Mit der Wetterlage, mit der wir es in der kommenden Nacht zu tun haben, da liegt dieses Hochwolf über uns. Wir bekommen immer weniger Wind, die Luft wird trockener und die letzten Schauer verschwinden. Aber noch ist es relativ kühl im Hoch, südlich davon wird es langsam wärmer. Ein paar Tage weiter am Donnerstag, da kommt dann eine Kaltfront herangezogen mit hochreichender Kaltluft und Isobarendrängung. Das heißt, wenn die Linien gedrängt sind, isobaren Linien gleichen Luftdrucks, je enger die liegen, desto größer ist der Luftdruckaustausch in Form von Wind. Außerdem haben wir eine Zweiteilung bei den Temperaturen. Im Südosten ist es warm bis heiß mit über 15 Grad in 1500 Meter Höhe, beispielsweise Burgenland und auch Steiermark bis Wien.
Und im Nordwesten Richtung Nordsee, Benelux-Länder, da sind es unter 5 Grad zusammen mit Wind. Da haben wir mehr oder weniger zwei Jahreszeiten. Hier den rauen Frühling und hier schon mal einen Vorgeschmack auf den Hochsommer. Und dann noch ein paar Tage weiter, nämlich heute in einer Woche, Stand derzeit, haben wir westlich von uns ein Hoch, nordöstlich von uns ein Tief. Und wir kämen in die Polarluft rein mit Temperaturen von um und etwas über 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Und damit wären das dann vielleicht sogar die verspäteten Eisheiligen. Die hatten wir auf der einen Seite vorgezogen und dann kommen sie auch noch mal danach. Ist noch nicht ganz offen. Es ist noch offen und nicht ganz sicher so. Und übrigens schaut mal hier auf die Iberische Halbinsel. Da startet eine Hitzewelle. Mal schauen, was die in der Zukunft machen wird. Der heutige Tag beginnt mit so hochnebelartigen tiefen Wolken am Nordrand der Mittelgebirge und an den Alpen. Hier fällt örtlich noch ein bisschen Regen, die Berge sind eingehüllt, es ist teilweise neblig trüb, ziemlich ungemütlich. Im Laufe des Tages verschwindet dieser Hochnebelkragen, es gibt ein paar Quellwolken und vor allen Dingen über den Bergen bilden sich einzelne punktuelle Schauer und Gewitter, die allerdings ein bisschen schneller ziehen werden als gestern. Das heißt nicht so ein Unwetterunfug. Und im Süden wird es auch noch ein paar Schauer und Gewitter geben, im Norden setzt sich die Sonne durch. Der Wind ist recht unangenehm und böig kommt an der Nordsee aus Nord-Nordwest, an der Ostsee aus Nord-Nordost und zieht dann über das Binnenland über Nord auf Nordost drehend bis in die Alpen. Und den Wind, den spüren wir. Wir haben eine hohe Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr bei 12 Grad an der See und 24 Grad in der Südpfalz. Der Montag, morgen, bringt immer noch letzte Schauer und Gewitter im Süden, punktuell die meisten in den Alpen. Sonst ist es strahlend sonnig. Am Nachmittag tauchen dann im Nordwesten immer mehr hohe Wolkenfelder auf als Vorboten der Warmfront, die da kommt. Der Wind ist relativ schwach im Vergleich zu den Vortagen und die Höchstwerte erreichen mit auflandigem Wind an der Ostsee beispielsweise 14 und im Südwesten bis zu 26, sonst 19 bis 25 Grad. Ein angenehmer Frühsommertag. Am Dienstag kommt dann schon gar garstig Gewölk in den Nordwesten gezogen. Es gibt hier im Laufe des Tages erste Schauer. Später von der See her gleichmäßiger, leichter Regen und oder Nieselregen. Auch rund um Osttirol, Kärnten und der Obersteiermark kann es einzelne Schauer geben. Im großen Rest dazwischen scheint neben harmlosen Wolken die Sonne. Der Wind wird immer ruppiger, kommt aus Südwest drehend auf West von der Nordsee her. Bei Temperaturen hier von 14 bis 20, sonst von 21 bis 27 und im Südwesten von bis zu 29 Grad. Das ist dann der Sommerwind, der ziemlich flott unterwegs ist. Am Mittwoch ist es nach Stand derzeit im Süden recht sonnig, nur wenige Schauer. In den Alpen sind einzelne Schauer unterwegs, ebenso im Norden. Ein freundlicherer Tag, als es bisher so berechnet wurde, aber windig. Starker bis stürmischer Wind aus West bis Südwest fegt durchs Land bei Temperaturen, Achtung, von 25 bis 31 Grad. Das Verrückte dabei ist, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, das heißt, die Luft ist schwül. Und so denken wir uns, es ist so windig draußen und trotzdem komme ich so ins Schwitzen. Es wird total irre werden im Vergleich zu jetzt, wo es noch so recht frisch ist und dann gehen die Taupunkte nach oben und es ist da zu windig. Im Norden bleibt es eine Spur kälter. Interessant wird dann der Donnerstag, der bleibt im Norden sehr windig und wird kühler. Auch sonst gehen die Temperaturen zurück auf 17 bis 23, im Südosten Österreichs nochmal von knapp 30 Grad und dazwischen liegen ein paar Schauer und Gewitter. Und der nächste Remi-Demi-Tag, Stand derzeit, wird der Freitag sein. Wir haben eben in der Wetterkarte gesehen, dass da dieser Knick von Nordwesten kommt, der zieht dann am Freitag weiter. Davor Schauer und Gewitter, dahinter Schauer und Gewitter. Nach der Front 11 bis 16 Grad, vor der Front 17 bis 24. Im äußersten Südosten Österreichs nochmal bis zu 26 Grad. Und es besteht die Gefahr von Sturmböen. Das hat mit Sommerfeeling nichts zu tun, ist nur ein bisschen wärmer. Am Samstag ist der größte Spuk in Sachen Schauer vorbei. Im Südosten sind noch ein paar unterwegs. Sonst zeigt sich immer häufiger die Sonne. Es bleibt windig bei 11 bis 21 Grad. Und auch am Sonntag, da habe ich mich mal wieder vertippt, es ist der Sonntag, nicht der Sonntag. Wir wollen hier keine Sprachfehler einbauen, in schriftlicher Weise. Im Westen strahlend sonnig, im Osten sind letzte Schauer unterwegs. Ebenfalls 11 bis 21 Grad. Ganz kurz noch der Blick auf das Ensemble für die Mitte Deutschlands nach dem amerikanischen GFS-Modell. Es geht ein bisschen rauf, dann runter, ein paar Niederschlagssignale sind dabei. Unterdurchschnittliche, später wieder leicht überdurchschnittliche Temperaturen mit einem größeren Range nach unten und nach oben. Alles wie gehabt. Das
europäische EZMWF-Modell sieht das ähnlich. Auch hier der Wärmeberg, der relativ schnell wieder abgebaut wird, dann leicht unterdurchschnittliche Temperaturen. Insgesamt hat dieses Modell auch so einen leichten Knick nach unten gemacht, ist aber noch ein bisschen wärmer als das amerikanische GFS-Modell, allerdings sehr niederschlagsarm. Apropos niederschlagsarm, das ist jetzt unser Rausschmeißer zum Schluss. Im Osten Pakistans beispielsweise haben wir immer noch diese große Hitze, auch in Teilen Indiens. Und da schauen wir uns von da mal die Ensembles an. Und da gibt es einen einzigen Lauf, der am Schluss mal ein paar Tropfen Regen bringt. Und schaut euch mal die Temperaturen an. Wohlgemerkt, in 1500 Meter Höhe, das langjährige Mittel liegt bei 25, 26 Grad. Und die Prognose in den nächsten Tagen bei 31 bis 32 Grad. Wenn wir solche Temperaturen hätten, hätten wir über 40 Grad. Erst später geht es so mal ganz kurz Richtung langjähriges Mittel, dann eher wieder überdurchschnittlich. Das reicht noch nicht. Jetzt schauen wir mal nach Kalkutta. Liegt ja bekanntlich am Ganges. Das sind Niederschlagssignale bei Temperaturen von 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Das ist eine Luft, wenn man einmal in die Hände klatscht, ist man nass geschwitzt, so nass ist das. Und wenn es dann trockener wird und nicht mehr regnet, gehen die Temperaturen nach oben und liegen bei um und über 25 Grad in 1500 Meter Höhe. Am Boden bedeutet das deutlich über 40 Grad. Bei den Werten regt sich bei uns sicherlich kaum noch einer übers Wetter auf. Bis später.